Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zum nächsten Hauptgegner und zwar Copperhead, die südamerikanische Schönheit. Ja, wir werden mal versuchen, ob wir die doch zu fassen kriegen. Und ja, guckt euch die an, die hübschen Mädels. Und diese schön mit der Zunge rumspielt. Ja, leckt mich nicht auf. Gut, wir werden es probieren. Mir wird nicht gefallen, was jetzt kommt. Oh doch, mir wird's gefallen. Gut, gegen eine Frau werden wir jetzt kämpfen. Wie gesagt, die hat mich vergiftet. Und dadurch bin ich ein bisschen angeschlagen. Trotz alledem werde ich versuchen, sie aus dem Getümmel irgendwie rauszufischen. Um, ja, erstmal werde ich jetzt diese ganzen Buddies hier versuchen, wegzueliminieren, dass ich hier ein bisschen mehr Luft habe. Und was eben... Das ist nicht gut. Also immer versuchen, mit der Sprungtaste hier zu entweichen oder auszuweichen. Zu entweichen. Oh Gott. Also hier schön immer rauf auf die hohle Nuss. Ja, so muss es sein. Zack, zack. Also das Kampfsystem von Batman ist wirklich die absolute Krönung. Ja, aus Südamerika kommt sie und Copperhead ist eigentlich früher mal ein Mann gewesen. Also nicht sie, aber sie hat diese Identität angenommen. Jetzt gibt's Kombos. Ja, jetzt gibt's Punkte ohne Ende. Na, Kombo wieder vorbei. Und ja, man sieht es auch an ihren Tattoos. Typisch aus Südamerika. So, was ich da bis jetzt gelesen habe. So, jetzt habe ich sie alle weg. Und ich werde sie mal hier diesen EMP-Unterbrecher geben. Nee, Unterbrecher nicht. Aber hier mit diesen... Seil kriege ich sie nicht, also das könnt ihr euch, denke mal, getrost stecken lassen. So, ich springe einfach über sie rüber und versuche sie von hinten zu nehmen. Oh, die Kamera kommt gar nicht hinterher. Kleines Problem, aber ich denke mal, einfach immer schön auf die X-Taste drücken. Ich benutze einen Xbox-Controller, spiele aber am Computer. Oh, jetzt geht's los, wieder eine Massen, das ist ja die Ratten hier. So, schön. Hier wird immer schön angezeigt, wenn der Gegner einen versucht zu schlagen, dann einfach die Y-Taste zum Kontern. Oder aber auch die B-Taste war es, glaube ich, zum Ausweichen. Ich kann jetzt nicht raufgucken. Oh, schön. Zack. Immer rein. Also wirklich immer viel hin und her springen. Das bringt wirklich sehr, sehr viel. Oh, hier gab es wieder schön Kombo-Punkte. Ja, 11. Check. Ja, zack. Eigentlich sollte man keine Frauen schlagen, aber in diesem Fall will sie es nicht anders. Und wir sehen das mal alles nicht ganz so enge. Ja, die Frauen, die sie hier immer darstellen in Batman, finde ich richtig, ja, hübsch, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt habe ich sie ganz allein. Nur für mich, komm, zack. Boah. Nur für mich, komm her, Mädel. Ah, sie kann unnormale Bewegungen machen, das zeichnet sie natürlich aus, dass sie so gelenkig ist. Und... wo ist sie? Mein Gott. Oh, ich habe sie schon ganz schön doll angefraggelt, muss ich ehrlich sagen. Also, die Kamera kommt wirklich nicht hinterher. Ich muss hier doch immer versuchen, wegzuspringen. Oh, jetzt habe ich sie nochmal. Aber das wirkt auch nicht. Oh, sie ist auch ein bisschen angeschlagen, so wie ich. Ich hoffe, mein Gegenmittel kommt bald. Alfred. Oh, was war das? Sie ist ja durch mich durch. So, ich versuche jetzt noch die... Denk mal, das ist die letzte... Ah, erstmal ein bisschen wegspringen. Ja, ist die... Oh, bin ja mal im richtigen Moment gesprungen. Also es werden nicht mehr so viele Gegner kommen, hoffe ich doch. Oh, zack. So, ich hab sie gleich, oder? Ich bin hier drüben, Batman. Ja, ich weiß, dass du da drüben bist. Also, hier bei den Gegnern wirklich immer hin und her springen. Das ist Gold wert. Für diejenigen, die es noch nicht geschafft haben oder einige Probleme damit haben. Oh. Ah, ja, ich werde die anderen Hauptgegner auch alle so versuchen, euch ein bisschen vorzustellen. Ich muss sie jetzt endlich kriegen hier. Aber ich kann sie nicht schlagen, weil sie hat genau irgendwelches Wissen. Oh. Was ich vielleicht für mich brauche, aber die Entscheidung hat man ja eh nicht, ob man jemand umbringt oder nicht. Und das könnte es gewesen sein. Ich sehe ihn. Ah. So, da ist mein Zeug, mein Gegenmittel. Alfred, du hast gute Arbeit geleistet.
Hoffentlich kommt die jetzt nicht nochmal. Ah, schön. Oh, ist das gut. Denkst du, du bist geheilt? Mein Gift ist immer noch in deinen Venen und wird da bleiben, solange du lebst. Was nicht sehr lang sein wird. Oh, wie sie läuft. Und jetzt? Oh! Oi. Und ja, das wollten wir doch schon immer, ne? Eine Frau fesseln? Diese Fesseln werden mich halten? Oi. Oh, das macht man aber nicht. Ich weiß, wo er ist. Der Joker. Sag es mir. Es gibt ein Treffen. Alle Killer sollen da sein. Oh, guck doch mal an. Sind die riesig. Danke. Ich hole dir was. Warte. Ihr wisst schon. Das hast du schon. Also, ich stehe aber mehr auf Ärsche als auf Brüste, also dahergehend. So. Alfred, gib dem GCPD einen anonymen Hinweis. Die sollen mal einen Blick in die Container beim Stahlwerk werfen. Heißt das, sie haben sich um Copperhead gekümmert? Ja, und jetzt werde ich mich um den Joker kümmern. Ich glaube nicht, dass es sehr klug ist nach allem, was sie eben durchgemacht haben. Sie benötigen medizinische Fürsorge. Nicht jetzt, Alfred. So. Die Handschuhe des Electrocutioners senden ein starkes elektromagnetisches Signal aus, dem ich mit meinem Scanner folgen kann. Er wird mich direkt zum Joker führen. Aber zuerst muss ich aus dem Stahlwerk raus. Alles klar. So, das war's jetzt. Kampf gegen Copperhead. Gar nicht mal so, schwer. Geht eigentlich. Das war euer Maximus. Ich mache einen Fisch. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.